So, damit ist das Wasser dann auch schon mal automatisch entsorgt. Jetzt noch das Brenngas entfernen. Welche Leitung ist das? Die hier. Brenngas ist entsorgt. Du produzierst mir bitte Kompost und Brenngas. Der Kompost kann direkt eingespeist werden. Beziehungsweise, Moment, nee, das machen wir anders. Ich habe den großen Behälter, also sollten wir es eventuell auch direkt in denselbigen füllen. Okay, es fehlt noch das Chlor. Chlor, 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 Chlor. Erstmal ein Flüssigkeitsspeicher, der das Chlor anfragt. Nee, halt. Mein Gehirn macht schon wieder irgendwie die völlig falschen Schritte, ne? Chlor kriegt die doch aus der Sohle. Moment. Das heißt, das Ding brauche ich gar nicht. Und das Verbinden der Wassertanks ist so falsch. Okay, Moment. So, das ist richtig. Electrolyzer war das, ne? Der macht mir mein Chlor. Das heißt, ein Flüssigspeicher als Puffer dazwischen hauen. Dann hauen wir den Electrolyzer 2 dahin, weil ich möchte die Sohle natürlich in entsprechender Menge haben und pumpen die dann aber auch ohne irgendwelchen Umschweif zum Ziel. Nein, was mache ich denn da? Ich bin blöd. Mann, ich denke auch immer an die falschen Augenblicke, an die richtigen Sachen. Ich hatte das Ding noch extra dafür umgebaut. Ja, so, jetzt. Schnelle Lieferung. Ja, okay, das wird noch dauern. Der produziert 18 in 10 Sekunden. Der braucht 20 aus 30. Also habe ich mehr als genug Salzwasser da draus. Okay. Meine Kupferlager plädieren immer noch, dass sie leer sind. Priorisieren wir dich. Oder naschen wir von. Machen wir das einfach anders.
Nehmen wir das billige Band erstmal. Es geht ja im Augenblick darum, erstmal einfach nur die Materialien zusammenzukriegen. Aufrüsten kann ich den Dreck danach immer noch. Aber jetzt geht es erstmal darum, überhaupt den Betrieb auszuführen. Warum habe ich hier eigentlich noch ein Förderband am Laufen? Ich brauchte drei Materialien, ne? Genau, das heißt, das hier ist noch nicht komplett versorgt. Ich habe Kupfer. Kohle fehlte. Nicht genug Arbeiter. Das ist jetzt kritisch. Komm. Wo war das? Siedlungsgeschichten. Was brauchte ich? Unterkünfte. Mach mal die guten Unterkünfte. Gut, dass ich mir den Platz gelassen habe. Haushaltswaren. Kann ich die auch schon irgendwo herstellen? Eine Klinik. Klinik habe ich kein Material für. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Einsatz von Platz mit Säule oder die anderen Geschichten hier gut zur Laune meiner Leute beitragen kann. Das heißt, Plätze, die ich nicht benutze, kann ich erstmal dafür missbrauchen, einfach stumpf meine Leute hübsch zu machen. Kein Beton. Warum kein Beton? Weil mein Brecher aus irgendeinem Grund nicht hinterherkommt, weil die Jungs nichts produzieren oder was? Jetzt? Material ist versorgt. Ich habe so viel Eisen? Da muss ich jetzt mal im Abstand von nehmen. Ich habe so viel Eisen? Oh Mann. Es ist ja auch immer wieder irgendwas. Hatte ich die Wertstoffsammlung eigentlich schon gebaut? Abfallsammlung, Biomasse-Sammlung. Meine Transformator ist am Arsch. Aber ich habe noch keine keine Wertstoffsammlung hingebaut. Das ist ja immer ein Ding. Stückel, gute Lager. Zack. Blöd. Du willst Wertstoffe haben. Aber diese bitte auch sofort entleert haben. Keine Krankenhäuser, keine Haushaltswaren. Wasser ist verfügbar, aber doch eigentlich. Oh, da liegt ein Problem. ja. Während meiner ganzen Vorbereitungszeit abwässerst du uns. Wo pumpt der bitte schon meine Abwässer hin? Manchmal mache ich auch komischen Scheiß. Aber trotzdem, Moment. Flüssigspeicher. Ich habe im Augenblick nicht das Material, die anderen Speicher zu bauen. Machen wir das also so. Das, was rausgeht. Bis hierhin kappen. Besser mal. Damit das wirklich schnell verschwindet. Aber du wirst das loswerden, damit das ganze Mist hier hinten rüber wandert
und geklärt wird. Wofür man das Material benötigt, was ich nicht habe. Ach, seht euch das mal an, der ist fertig gebaut. Nice, sieht cool aus. Schalte ihn aber mal eben auf Pause noch, weil ich die anderen Materialien noch nicht zur Verfügung habe. Das heißt, die müssen erstmal gebaut werden, damit ich das machen kann. Du bist noch nicht gebaut. Seid Spinner. Stimmt, jetzt weiß ich, warum die Jungs nicht funktionieren. Ich habe die Scheiß Schlacke nicht abtransportiert. Einmal du. Einmal du. Auch die Schlacke werden wir nochmal los. So, jetzt habe ich meine stabile Kupferproduktion wieder. Jetzt wird auch die Säure verbraucht, das heißt, die Säure hinten wird auch weiterhin produziert. So, jetzt die nächsten Probleme zum Angehen. Ich kann keine Rohrleitung da hinten legen, das wäre viel zu overkill. Seht es euch an, eine Parkbank. Die scheinen aber keinen tieferen Sinn zu haben, vielleicht. Immerhin, von den Verschmutzungen ist nur noch die Luftverschmutzung übrig geblieben, weil ich jetzt den Rest ja anders entsorge. Eigentlich wird es wahrscheinlich gleich einen Rückstau mit der Scheiße geben. Weil das Ding noch nicht fertig ist. Ich will mal überlegen, ob ich sowas baue. Wo kommst du schon wieder nicht hin? Zu deinem Turm. Jetzt ist mal das Gleiche mit euch und euren Scheißturm. Theoretisch müssen sie immer noch genug Burgfahrplatz haben. Ja, haben sie. Okay. 18 Maschinen aufgrund von Wartung-Defekt. Könnte ich bitte meinen Kupfer endlich haben? Da. Der Kupfer muss fließen. Oder so ähnlich. Rollen. Gleiten? Ich weiß es nicht. So, 21 Megawatt und immer noch gut 7 Megawatt im Verbrauch. Das heißt, mein Stromnetz ist auch noch okay. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, was. Wo, ach doch, genau hier. Ich hatte die Stromgeneratoren hier gebaut.
Sieh mal, das ist was zum Beispiel, wo ein Abgaswäscher wahrscheinlich sehr praktisch wäre. Du produziertest mir, das ist Papier, das ist in Ordnung. Chlor und Kohle zu Graphit, Ethanol zu Desinfektionsmittel und den Kunststoff zusammen. Aber das ist auch noch so eine ganze Reihe von Warnketten, die ich zusammenbauen muss, nur für das beschissene Krankenhaus. Und ich habe keinen Platz mehr. Ist meine Soleproduktion endlich fertig? Nein, ist sie nicht. Das heißt, ich kann den Scheiß auch nicht waschen bis jetzt. Aber immerhin ist es... Die Gaswasser-Scheiße-Geschichte ist endlich durch. Kann ich meinen LKWs wieder abziehen? Wir haben sie fast alle erwischt, die Blauen. Stimmt, ich wollte die Farmen ausbauen. Aber ich muss den Abgang von den Farmen hier hinrichten. Das geht. Ah, und hier haben sie aufgeschüttet in der Zwischenzeit. Ein Pferd nach links. Operation Glätte den Berg. So, ich will das hier unten freiraum, damit ich meine Lagertanks hier hinstellen kann mit dem Dünger und dem Wasser. Ich meine, ich habe hier ein Wasservorkommen zwar, aber ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt anzapfen will. Wobei, ich glaube, das mache ich schon, aber ich baue trotzdem noch, beziehungsweise lasse von woanders wahrscheinlich noch Wasser ranschippern, weil wir haben hier mehr als genug Wasser. Dass ich nicht loswerde. Ich muss den Wasserstoff immer noch irgendwo benutzen. Haben wir ansonsten alles? Gut, meine roten Dinger werden gerade in großer Menge produziert. Das finde ich sehr schön.
Schön die Förderbänder aufrüsten, damit auch alles schnell geht. Ups, falscher Knopf. Fast was geschrottet. Nein. Ich wollte das Ding haben. Ich glaube, ich komme auch auf irgendeine Taste oder sowas. Ihr sollt euch nicht beliefern lassen, ihr sollt das in die Dinger schmeißen. Das machen die Leute hier alle völligen Wahnsinn. Okay, Kalkstein habe ich gerade genug. Mach mir da keine Sorgen drum. Kupfer sieht gut aus. Ich habe gerade das dumpfe Gefühl, dass die Dinger so lahmarschig sind für die Dinger. Die produzieren mir so viel, wie der hier verbraucht. Aber der braucht 40, wenn die 20 brauchen. Das heißt, die produzieren für zwei Electrolyzer. Was ist das? Kupfer-Electrolyzer. Kupfer-Electrolyzer gibt es nicht in der verbesserten Version. Machen wir also so. Einen zweiten Auftrag geben sollen. So, du gehst mit einem Auftrag darüber. Du machst deinen Auftrag auch hier rüber. Falsch. Ich brauche flaches Förderband. Wieso können die noch arbeiten, wenn da eigentlich Wasser in den Leitungen ist? Bin ich blöde? Die Dinger pumpen trotz Wasser da immer noch das die Säure da durch. Ah, scheiße. Es ist immer wieder immer irgendwas. Komm schon. Selbstverständlich sollt ihr das ganze Zeug in Säure baden. So, damit habe ich meine Kupferproduktion quasi verdoppelt, wa? Jetzt muss man nur dafür sorgen, dass sie auch regelmäßig mit Kupfer versorgt werden. So, was können wir denn sonst noch machen? Die produzieren wieder fröhlich Salz.
Das gibt mir Wasser und Dingsbonus ist 50%. Nice. Das Wasser scheiße läuft. Das Ding muss ich bauen. Nein, keine Priorität. Das soll gebaut werden, wenn es fertig ist. Damit. Cool. Ich meine, Meerwasser scheint einen so hohen Salzanteil zu haben, dass sie tatsächlich ein bisschen was von dem Salz rausnehmen müssen. Aber immer noch was drin lassen, um Sode zu haben. Ich meine, das sieht wie zwei Teile Salz, ein Teil Wasser aus für mich. So, die Sohle ist vorhanden. Jetzt müssen wir noch das Chlor produzieren. Und dann haben wir es fast geschafft mit der Wasserversorgung hier hinten. Da ist so viel Scheiße mittlerweile drin. Es ist krass. Ich brauche richtig viel. Ich meine, die Wasserversorgung selber ist auch scheiße gerade. So, jetzt Wasser. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Aber. Komm. Sag, machen wir das so. So. Ich muss das Rohr aufrüsten. Ja. Eventuell brauche ich noch einen zweiten von denen hier. Der produziert 2016, der braucht 1024. Also theoretisch braucht der mehr, als das Ding hier produzieren kann.